Wir reden heute Mittag über Crossout ein bisschen. Einen alten Euro Shoot'em'up, der ist, ich muss kurz schauen, damit ich euch keinen Quatsch erzähle, 89 von Rainbow Arts für den C64 erschienen. Ein Jahr später, 1990, dann für den Amiga rausgekommen. Heute kümmern sich mit Cigarette und Binin dann zwei Studios darum, dass es wieder ins Leben kommt. Dabei sind dann vor allem Kritzelkratz, hier vertreten durch Andreas, CEO und Developer bei Kritzelkratz. Hallo. Sowie Living Legend himself, Chris Hülsbeck, für den Soundtrack darum, dass das Erlebnis von damals nicht nur möglichst authentisch bleibt, sondern dass wir tatsächlich auch das ins 21. Jahrhundert überführen. Was genau das heißt, hören wir die nächsten paar Minuten. Wir schauen mal, wie lange wir brauchen. Wir fangen an mit ein paar Development-gelagerten Fragen an Andreas. Und dann im zweiten Teil gehen wir weiter und gucken uns ein bisschen die Musik an, zusammen mit Chris. Genau, Frames noch ein bisschen. Wie gesagt, Inin ist der Publisher, kommt diesen Winter raus. Ihr könnt es drüben am Stand von United Games auf einem ID von Nintendo spielen. Könnt mal reinzocken, falls ihr im Nachgang neugierig geworden seid und es noch nicht gemacht habt. Wir schauen uns erstmal an, 35 Jahre, das ist jetzt fast her. Andreas, was ist eigentlich die Motivation, nicht nur allgemein bei Retro Games, sondern vielleicht bei dem Titel im Besonderen, den zurückzubringen? Ja, also generell ist so, dass unser Background ist einfach schon alte Spiele. Wir kommen vom Amiga und finden Amiga-Spiele cool. Und was bei Crossout halt auch besonders ist, das ist halt ein Spiel, das ist jetzt kein Clone von einem anderen bekannten Spiel, sondern es ist ein ganz uniques Design. Das spielt unter Wasser, ist ein Shoot'em'up, das hat ein komplexes Shock-System und es hat uns einfach sehr interessiert, wie das jetzt auf modernen Geräten ausschauen würde und wirken würde. Und deswegen fanden wir das halt besonders spannend und interessant. Es hat auch einen wahnsinnig coolen Soundtrack von Chris, der hier neben mir steht. Das ist eine Koryphäe, schon vom C64 und auch auf dem Amiga ganz bekannt. Und ja, uns hat es einfach die Anfrage stolz gemacht, das wieder auf moderne Plattformen zu bringen. Und wir waren von Anfang an begeistert davon, von der Idee. Super, danke. Ja, ich glaube, die anderen freuen sich auch, dass wir das Projekt umsetzen konnten. Die Fans von damals und die neuen vermutlich ebenso. Jetzt habt ihr das ja nicht einfach emuliert, sondern ihr habt ja wirklich das komplett neu aufgezogen. Also aus einer Developer-Sicht, was ist denn da, nennen wir es mal die Herausforderung, ist das nie ein Problem, wenn man das komplett neu aufbaut, womöglich sogar ohne Quellcode? Alles klar. Ja, ist natürlich ein bisschen knifflig. Was wir halt versucht haben, das möglichst authentisch zu portieren auf den modernen Plattformen, dass halt auch noch das Original erhalten bleibt. Und wir haben wirklich aus dem Original Amiga-Spiel komplett alle Assets extrahiert. Also wir hatten, wie gesagt, wie Sascha gesagt hat, kein Source Code. Das heißt, wir mussten aus dem Originalspiel alle Inhalte uns herausholen, die wir kriegen konnten, also eben Background, Sprites, Animationen, die ganzen Leveldaten haben wir uns aus dem Originalspiel extrahiert und alle Gegner und das Verhalten vom Spiel haben wir nachprogrammiert. Genau, und bei jedem neuen Feature muss man natürlich immer aufpassen, dass wir zum einen halt dem Original getreu bleiben, dass wir die alten Fans erreichen, aber auch die Funktion so erweitern, dass es dann Spielern Spaß macht, die das Spiel zum Beispiel nicht kennen oder denen der Schwierigkeitsgrad zu schwierig ist. Das war nicht so die Hauptherausforderung. Danke. Stichwort original treu bleiben. Ihr habt euch ja dazu entschieden, die originale Grafik zu behalten und nicht wie bei vielen anderen Remastern oder Remakes, das Ganze in HD nachzubauen. Was war da die Motivation dahinter? Ja, also ich finde, also ich persönlich finde halt auch diese Pixel-Art super schön. Also das ist einfach ein eigener Stil und den wollten wir einfach erhalten. Also oft ist es halt so, wenn dann neue Grafiken zu alten Spielen gemacht werden, das wirkt einfach teilweise ein bisschen, ja, zusammengeschustert oder ich sag mal seltsam. Und unsere Idee ist einfach, die Originalgrafik beizubehalten und aber zu erweitern mit modernen Effekten und einem angepassten Gameplay. Okay, danke. Die Grafik ist weitestgehend gleich geblieben. Was ihr aber gemacht habt, ist ungefähr alles andere zu verbessern. Ich hatte ja schon das Vergnügen, da ein paar Mal dran zu scheitern, anfänglich an dem Spiel, aber dann später eben auch nicht mehr, weil ihr diverse neue Features, Verbesserungen eingebaut habt. Kannst du ein bisschen dazu erzählen, was da so
vielleicht herausragendes, markierenswert? Ja, also wir haben zum einen einen Zwei-Spieler-Modus eingebaut. Also das haben wir jetzt auch schon auf der Gamescom gesehen, dass das halt super ankommt, weil halt einfach ganz oft ist es so, dass jetzt der Vater mit seinen Kindern zum Beispiel vorbeikommt am Stand, der Vater kennt das Spiel noch von früher und dann können die das einfach zu zweit spielen. Das ist halt ein ganz neues Spielerlebnis. Das ist halt eine Sache, die wir eingebaut haben. Und eben zum Schwierigkeitsgrad ist halt auch noch so eine Sache, also in den Spielen früher gab es halt oft so Trainermenüs, die dann von fremden Leuten quasi eingebaut wurden in die Spiele, um es halt leichter zu machen. Und wir haben auch so ein bisschen als Gag auch wirklich so ein Trainermenü eingebaut in das neue Spiel. Und diese Trainerfunktionen sind aber nicht von Anfang an verfügbar, sondern die werden nach und nach freigeschalten. Im Speziellen, wenn sich die Spieler schwer tun, dann schaltet sich diese Trainerfunktion frei und ja, das Spiel wird einfach dann zugänglicher und auch leichter. Okay. Der Titel hatte ja zumindest in manchen Versionen auch einen Paradox-Effekt. Wie seid ihr denn beim Remaster oder beim Remake jetzt damit umgegangen? Die Amiga-Version hatte eigentlich eine relativ, also von den Effekten schlichte Grafik, also keinen Parallax-Effekt. Und die C64-Version schon. Und da unser Spiel auf der Amiga-Version basiert, wollten wir halt unbedingt auch diesen Parallax-Effekt rein haben. Und das ist was wir im Nachhinein dann erstellt haben. Also wir haben halt zusätzliche Scroll-Ebenen reingemacht und eben auch so einen Unterwassereffekt. Genau, den haben wir dann sozusagen dazu editiert. Ja, ist wirklich stark geworden. Wie gesagt, kleine Aufforderung. Man kann spielen, guckt es euch nachher an. Das ist super interessant. Wort nicht meine Brille. Was ihr auch gemacht habt, und da sieht man, wie tief ihr eingesteigen seid, finde ich, das Cracker-Intro. Das ist wirklich super ungewöhnlich, habe ich, glaube ich, ganz selten bis vielleicht noch nie gesehen. Was hat es damit auf sich, auch mit der Gruppe Quadlight, die da erwähnt wird? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Ja, also ich habe es ja schon erwähnt gerade, dass wir da so ein Trainermenü eingebaut haben und es war einfach damals, Chris wird es auch kennen, war es einfach üblich, dass Spiele, da wurde der Kopierschutz entfernt und dann, damit es jeder quasi kopieren konnte und spielen konnte, auch wenn er sich das nicht leisten konnte, damals die Spiele. Genau, und ich war damals auch Teil von so einer Demo-Gruppe, also wir haben eben Demos eben für den Amiga erstellt und die Gruppe hieß eben Quadlight. Und wir haben eben, um das so ein bisschen authentisch zu machen, haben wir eben so ein Demo, so ein kleines Intro in dem Stil von damals auch in das Spiel integriert und dann eben diese Trainermenüfunktion. Und genau, das haben wir aber so authentisch gemacht, dass es so wirkt wie damals sozusagen, um auch ein bisschen die Fans von damals anzusprechen. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Ich kenne das natürlich offiziell nicht von damals, auch hier niemand, weil es ja ein Cracker-Intro. Aber Chris wird darin auch erwähnt, wir kommen gleich da nochmal drauf. Wir haben jetzt ein paar ganz starke Details gehört. Wenn du aber versuchst, nochmal als Recap global drauf zu schauen, was würdest du sagen, war beim Remake so die größte Herausforderung? Ja, also jetzt programmtechnisch, was eine große Herausforderung war, war das Shop-System. Weil das Besondere an Crossout ist eben auch, dass man im Gegensatz zu anderen 2D-Shootern kann man sich vor dem Spiel schon ein U-Boot aussuchen und das ganz relativ komplex, das für damals auch zusammenstellen mit verschiedenen Waffensystemen und verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Und diesen Shop, der war damals relativ rudimentär, also ohne Erklärungen. Und das war eine große Herausforderung, den noch so beizubehalten, aber auch zu modernisieren, damit man den auch versteht. Sehr gelungen. Also man könnte annehmen, ich muss es sagen, aber nochmal, probiert es selber. Kleine Bonusfrage, damit ich wenigstens eine geschlossene Frage gestellt habe. Wird das Originalspiel auch beim Release dabei sein? Leider nicht. Also wir haben uns dazu entschieden, quasi das Spiel auf den Original-Assets aufzubauen, also sprich die Original-Grafik zu verwenden. Deswegen haben wir auf jetzt eine Emulation vom Originalspiel verzichtet, also in dem Fall. Was unterstelle ich jetzt okay ist, weil es sich extrem anfühlt nach dem Originalspiel, dass es hätte sein können. Also wirklich ganz stark. Dankeschön. Ich würde auch hier an der Stelle einmal kurz Applaus bitte für den Development Part. Vielen Dank, weil dann springen wir weiter und du kannst vielleicht an Chris übergeben. Chris, wir reden noch ein bisschen über Musik. Wir hatten ja schon ein paar Mal das Vergnügen. Jim Power, Terrican, jetzt ist es halt Crossout. Soundtrack, der ist ja was älter. Du hast den damals gemacht. Wie gesagt, 35 Jahre ist es her.
Hast du die Melodie noch alle im Kopf? Kennst du die Akkorde alle noch auswendig? Oder hast du einen Spickzettel? Oder wie hat man sich das vorzustellen, wenn du an deine frühen Werke nochmal gehst? Nee, ich habe aber auf jeden Fall alle Daten noch, die ich damals hatte. Die habe ich irgendwann auf dem PC rübergerettet und da gibt es ja gute Emulatoren. Und ich habe auch meine alten Tools noch. Also ich hätte auch reingucken können, was das für Noten sind. Aber im Endeffekt haben wir jetzt nur die Aufnahmen vom Amiga in meinen Sequenzer in den Hintergrund gelegt und dann habe ich das Schritt bei Schritt durch Nachhören. Hatte ich auch Hilfe bei von einem Bekannten von mir, der Fabian Del Priore hat mitgeholfen, weil wir das ja in relativ kurzer Zeit machen mussten. Alles. Oder durften, je nach Modal, dass man hier einsetzen will. Ihr habt das im Studio komplett neu aufgenommen. Es gibt aber natürlich den Original-Soundtrack. Ist der auch inkludiert? Das ist jetzt die Frage an ihn. Also die gibt's auch im Original? Ja, also sowohl der Original Amiga Soundtrack ist eingebaut und auch der C64 Soundtrack, also die SID Sounds. Da bin ich auch besonders gefreut, dass wir die auch in einbauen konnten. Man kann dann, Suggestivfrage, aber man kann die Tracks, glaube ich, umstellen in den Optionen. Und die neuen Tracks sind natürlich alle mega überarbeitet und viel länger als die alten, weil das war eins meiner ersten Amiga Spiele, die kompletten Soundtrack hatten und da waren die Stücke teilweise relativ kurz. Also wir hatten teilweise Stücke drin, die nur so 40 Sekunden lang waren und geloopt haben. Und die haben wir jetzt alle gestreckt auf knapp 3 Minuten oder mehr. Okay, stark. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal drauf. Aber vielleicht kurz die Frage, kannst du schon verraten, wenn so viel Aufwand in dem Studio-Soundtrack steckt, ob es denn auch auf Vinyl für Leute wie mich oder auf CD geben wird? Das hoffe ich sehr. Ich arbeite dran. Ich sag mal, wir müssen das machen, aber ich schau mal. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Hoffe ich auch. An der Stelle kleiner Wink beim Soundfall an Cigarette und Inin. Die Titel, du hattest gerade erwähnt, die waren teilweise relativ kurz. Wie bist du da vorgegangen? Hast du die geloopt oder hast du die erweitert? Oder? Nee, ich habe also tatsächlich neue Passagen auch komponiert, damit die wirklich so einen Spannungsbogen haben. Und also die sind, wie gesagt, jetzt komplette Stücke und nicht nur eben kurze Loops. Jetzt einmal angezogen bleiben, aber Nähkästchen aufmachen. Hattest du damals Material, wo du dachtest, benutze ich's oder nicht? Oder hast du gesagt, nee, jetzt aus heutiger Sicht gehe ich nochmal ganz frisch ran? Ja, nee, also da war nichts anderes da. Aber ich habe mich eigentlich sehr einfach wieder in die Materie eingefunden und mir sind dann sofort neue Ideen gekommen. Stark, das triggert Fanboys. Wenn du dir so die Titel vor Augen führst oder vor Ohren, gibt's welche, die für dich ganz herausragend sind, auf die du vielleicht besonders stolz bist, die irgendwie vielleicht auch anders sind? Also ganz klar natürlich das Titelstück. Im Prinzip, ich war dann erstaunt, wie viel man aus jedem Track noch rausholen konnte. Und wir haben sogar die alte Loading-Musik als Bonus mit dabei und haben das auch auf 3 Minuten erweitert. Also wir haben wirklich keine Mühen gescheut. Ja, super, danke. Das war es eigentlich schon zu dem Soundtrack. Vielleicht machen wir noch kurz den Abgleich. Gab es bei Crossout damals oder Cross, wenn du es noch erinnern kannst, oder Crossout heute, vielleicht auch im Unterschied zu den anderen Soundtracken, an denen du arbeitest, bisschen eine andere Herangehensweise? Kannst du überhaupt was zur Herangehensweise, wenn du so neue Stücke komponierst, vielleicht noch kurz sagen? Nee, also was mir auf jeden Fall wichtig war, ist den Retro-Charakter von dem Spiel zu erhalten, aber halt eben moderne Sounds und eine High-Fidelity sozusagen Stimmung zu erzeugen, damit es halt ein neues Spielgefühl wird. Wunderbar, danke. Die kommt auch rüber. An der Stelle ein vorletztes Mal der Hinweis, geht rüber, es gibt Sound, man kann voll aufdrehen, man kann es umstellen und man kann sich das alles anhören. Danke Chris, kurz einen Applaus bitte für Chris Witzbeck. Und Vergnügen und Ehre. Wir machen an der Stelle auch die Klappe zu. Es gibt jetzt quasi nochmal die Erinnerung, der Titel ist zwar 35 Jahre alt, kommt jetzt aber für moderne Konsolen, das heißt Nintendo Switch, für die Xbox, die PlayStation 5 raus, kommt aber auch für den PC raus, auf der Plattform eurer Wahl, diesen Winter. Schaut auf die Websites von Inin und Cigarette, deren Kommunikation, die geben das Datum in Kürze bekannt, habe ich mir sagen lassen. Ansonsten
habe ich vor allem an euch beiden zu danken, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vor allem so spontan. Nochmal einen dicken Applaus, bitte. Und wenn ihr wollt, auch nochmal für euch mal lieben Dank von uns und an euch fürs Zuhören und fürs Vorbeikommen. Danke und schönen letzten Tag auf der Gamescom. Ebenso.